darf Sie sehr herzlich im Porgion Best begrüßen. Ich darf Sie sehr herzlich aus dem Porgion Best begrüßen, all jene, die im Stream dabei sind. Wild but Hard ist das Thema des heutigen Nachmittags, vormittags. Eine Serie von Markus Kupferblum, in der er immer wieder Menschen einlädt, um gemeinsam intellektuelle Nahrung aufzunehmen, wie er das so schön formuliert. Heute ist es, wenn ich das so salopp sagen darf, der Popstar der austriakischen Philosophenszene. Ich darf begrüßen Konrad Paul Lissmann und Markus Kupferblum. Und Ihnen darf ich sehr viel Vergnügen wünschen. Ja. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ein Popstar im Jazzclub. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja, ich freue mich, wieder vor Live-Publikum zu sitzen, weil das natürlich ein Luxus ist in Zeiten wie diesen. Obwohl es natürlich auch wunderschön ist für alle Damen und Herren, die per Livestreaming dabei sind, weil das natürlich so die ungeahnten Möglichkeiten eröffnet, aus einer Krise was Positives zu machen. Konrad, herzlich willkommen. Ich freue mich, Markus. Wie macht man aus einer Krise was Positives? Hat das eine Wurzel? Ist das etwas Menschliches? Oder muss man sich das aneignen? Oder ist das etwas... Ich würde fast geneigt sein zu sagen, es ist was Menschliches. Ja. Krisen sind Umbrüche, Krisen sind Situationen, in denen Dinge, wie die ursprüngliche Wortbedeutung lautet, auseinanderfallen. Ja. Das Interessante ist, das Wort Krise hat dieselbe griechische Wurzel wie das Wort Kritik. Und kritisieren heißt Unterscheidungen treffen können. Mhm. Und in Krisen werden wir gezwungen, Unterscheidungen zu treffen. Und das spüren wir an allen Ecken und Enden, gerade in dieser Pandemie, dass wir jetzt unterscheiden müssen zwischen gefährlich, ungefährlichen Situationen, zwischen verschiedenen Varianten und Mutanten dieses Virus und die Auswirkungen zwischen Menschen, die geimpft sind und nicht geimpft sind. Ständig sind Unterscheidungen zu treffen, zwischen geschlossenen und nicht geschlossenen Veranstaltungen, um auf deinen ersten Hinweis zu reagieren. Und wer Unterscheidungen treffen muss, wem Unterscheidungen aufgezwungen werden, der muss natürlich auch seine Sicht der Dinge ändern, wenn er weiter existieren will. Und so gesehen könnte man sagen, lernen wir immer aus Krisen, vorausgesetzt wir überleben sie. Das heißt, wir überleben Krisen dann, wenn man daraus gelernt hat. Und wenn man nicht daraus lernt, dann gehört man nicht zu denjenigen, die eine Krise unbeschadet überstehen. Was es ja auch gibt. Mhm. Ja. Es gehört ja auch zum Wesen jeder Krise, ob das jetzt eine Gesundheitskrise ist, eine politische Krise, eine ökonomische Krise, eine soziale Krise, es gehört zum Wesen jeder Krise, dass es Krisenverlierer gibt und Krisengewinner gibt. Das macht ja Krisen dann auch gewisserweise wiederum prekär. Ja. Denn natürlich können wir sagen, wir haben jetzt gelernt, in dieser Krise mit Phänomenen Digitalisierung besser umzugehen, sie für Bereiche zu erschließen, wo wir eben, wie für so eine Veranstaltung, wo wir vorher gar nicht daran gedacht hätten. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich völlig klar, dass diese Krise natürlich auch unterschieden hat zwischen denjenigen Branchen, die daraus große Gewinne ziehen, und den unzähligen Menschen, die zu den Verlierern dieser Krise gehören. Für die Menschen, die das nicht so verfolgt haben, der Konrad, da kommen wir auch noch zu sprechen, und uns verbindet eine lange Freundschaft eigentlich, und wir haben schon unterschiedliche Krisen oder gesellschaftliche Realitäten erlebt. Und da möchte ich dann auch mit dir drüber sprechen. Aber es war eigentlich geplant, dass wir im März 2020 dieses Wild but Hard machen. Und da war der Lockdown
Wir hätten, glaube ich, am 20. März unser Gespräch gehabt wie heute, also das heute, das wir heute nachholen sozusagen oder nachholen oder heute führen. Und da haben wir beide nicht gewusst, was passieren wird. Also ich noch weniger als du, glaube ich, weil ich habe mir gedacht, ach was, am 20. März wird das alles wieder vorbei sein. Das Lockdown war am 13. Und wir haben uns gedacht, naja, also ich habe mir das gedacht, am 20. dann sind halt weniger Leute da oder was immer. Aber da sind wir mit dieser Krise, also ich bin mit dieser Krise ganz anders kognitiv umgegangen als jetzt. Jetzt weiß man Pandemie, jetzt weiß man 3G-Regel. Da hat sich der Mensch aber adaptiert, also ich habe mich adaptiert und du warst sofort, du hast gesagt, na, das wird nichts. Und ich habe gesagt, Konrad, nein, natürlich, das machen wir. Und Konrad sofort, nein, vergiss es. Und ich sage, nein, wir spielen. Also es ist mein alter Theaterinstinkt, es gibt einfach keinen Grund, warum der Vorhang nicht aufgeht. Also eigentlich, außer irgendein Virus kommt aus China zu Besuch oder sowas. Aber man adaptiert sich dann in der Sichtweise, oder? Also ich habe mir das gedacht, nämlich wie du das jetzt gesagt hast, wir waren beide gemeinsam im Beginn einer Krise mit einer Situation konfrontiert und sehen aber diese Situation heute beide anders, weil sich die Situation verändert hat oder weil sich die Gesellschaft, die Haltung der Gesellschaft zu dieser Situation verändert hat. Ja. Also Menschen sind ja, sonst gäbe es nicht schon 10 Milliarden Exemplare von dieser Gattung auf dieser Erde. Menschen sind extrem anpassungsfähig. Ja. Und zu dieser Anpassungsfähigkeit gehört natürlich einerseits zu reagieren und dann Dinge, wenn es nicht anders geht, akzeptiert man es. Ja. Außer man ist jetzt irgendwie hartnäckig, widerständig und will Realitäten nicht zur Kenntnis nehmen. Diese Phänomene haben wir übrigens auch immer schon gehabt. Aber in der Regel sozusagen sind wir in der Lage, uns anzupassen, uns zu adaptieren, nach Möglichkeiten, nach Strategien zu suchen, wie man das Schlimmste verhindern kann. Natürlich kann man sich hier auch verrennen. Aber ja? Hast du damals gewusst, dass etwas Schlimmes ist? Ja. Woher? Wer im März schon sozusagen die Berichte verfolgt hat sozusagen die Infektionszahlen, diese hohe Ansteckungsrate, die damals ja schon aus anderen Ländern bekannten Todesfälle, der konnte zumindest ahnen, ja, dass das ein Virus ist, mit dem man vielleicht nicht so spaßhaft umgehen kann wie mit was anderem. Und was mich eigentlich überzeugt davon hat, dass das eine gefährliche Angelegenheit ist, war das Verhalten der chinesischen Regierung. Denn ich dachte mir, eine totalitäre Diktatur, in der ein Menschenleben bekanntlich ja nicht wahnsinnig viel zählt, wenn die alles daran setzt, ja, ein Virus zu bekämpfen und nicht grassieren zu lassen, dann wissen die, dass das echt gefährlich ist und dass sie sich nicht leisten können, sozusagen dieses Virus zu unterschätzen. Das hat mir den Eindruck sozusagen verschafft, dass man hier wirklich vorsichtig sein muss. Und Konrad, das ist sehr frivol formuliert, dann bist du im Lockdown gesessen, hast dich hingesetzt, ein Nietzsche-Gedicht gelesen und dir gedacht, ich schreibe jetzt über alle Lust, die Ewigkeit will. War das so? Das war nicht ganz so. Das war nicht ganz so, weil dieses Nietzsche-Gedicht O Mensch, gib Acht begleitet mich ja schon seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, genauso wie Nietzsche als Philosoph. Ich habe vor 11 Jahren mein erstes großes Buch über Nietzsche veröffentlicht, die Philosophie des verbotenen Wissens. Das heißt, und ich habe sozusagen eine meiner letzten Vorlesungen in meiner offiziellen Amtszeit als Professor an der Universität Wien, habe ich diesem Nietzsche-Gedicht gewidmet, weil ich mir gedacht habe, ich will einmal noch eine Vorlesung halten, die sich nicht daran orientiert, was schreibt der Studienplan vor,
brauchen die, um ihren Bachelor oder Master abzuschließen, was ist gerade en vogue, was wird gerne gehört oder gelesen, sondern einfach das, was mich mal interessiert, ja, nämlich ganz, ganz konzentriert sich nur einem Text, einem kleinen Text, 11 Zeilen, mehr sind es ja nicht, ja, zu widmen, von denen ich eben der Auffassung war, dass in diesen 11 Zeilen unglaublich viel drinnen steckt, nämlich de facto das ganze Spannungsfeld, in dem sich menschliches Leben abspielt, thematisiert wird. Und das war auch so ein Selbstexperiment, ich habe mich nicht vorbereitet auf diese Vorlesung, sondern immer nur gewusst, jede Vorlesungseinheit widme ich einem dieser Verse. Also ich bin reingegangen, oh Mensch, gib acht, das war das Thema der ersten Vorlesung und dann habe ich darauf gewartet, ob mir was einfällt. Ja. Und meine Assistentin hat das dann aufgenommen, es ist dann transkribiert worden und dann habe ich es nochmal durchgelesen und mir gedacht, also das ist eigentlich schön, was mir da eingefallen ist, da könnte man irgendwann mal ein Buch daraus machen. Aber die Perspektive wann und wie war damals noch nicht gegeben, bis die Pandemie kam. Und da wusste ich, jetzt ist die Zeit, daraus ein Buch zu machen. Und so gesehen verdankt sich dieses Buch bis zu einem gewissen Grad tatsächlich der Pandemie. Und dem Lockdown. Hast du auch unverhofft jetzt mehr Zeit gehabt in der Pandemie, als du gehabt hättest, wäre die Pandemie nicht gewesen? Ja, sicher. Ja. Ich habe das mit großem Vergnügen gelesen, das Buch. Und war sehr erstaunt, eben, ich habe mir dich vorgestellt, wie du sitzt in deiner Wohnung und das schreibst, während in der Welt rundherum die ganze Zeit nur über dieses furchtbare Corona gesprochen wird und diskutiert wird. Und du setzt dich auseinander mit, ja, wie nennen wir ihn eigentlich, einen romantischen Dichter oder einen Philosophen oder einen Religionsgründer des Zarathustra. Letzteres ist auf keinen Fall. Ja, letzteres auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wäre er glücklich, wenn du so widersprichst? Ja, sicher. Mit seinem Zarathustra und so? Ja, nein, aber Zarathustra ist ja kein Religionsgründer. Aber so wie er sich da vom Berg herabsteigt und Zarathustra persifliert den Gestus, den Charakter eines Religionsstifters. Mhm. Die Sprache des Zarathustra, weil Zarathustra war sozusagen eine persische Figur, Zoroaster. Mhm. Mit diesem tatsächlichen Religionsstifter hat Nietzsches Zarathustra relativ wenig zu tun. Die Sprache des Zarathustra persifliert ja eher die Sprache der Evangelien, aber sie persifliert sie. Aber bist du sicher, dass es Persiflage ist? Ja. Es ist ganz sicher Persiflage, und das wage ich zu behaupten aus zwei Gründen. Mhm. Grund Nummer eins ist, Zarathustra scheitert. Er scheitert, ja. Mhm. Er stiftet gerade keine Religion. Am Ende muss er sogar die wenigen Anhänger, die er hat, schlafen lassen, weil die nicht imstande sind, ihm geistig noch zu folgen. Mhm. Und dem Einschlafen. Ja, also es ist... Also man stelle sich vor, nicht? Also, es ist natürlich auch ein biblisches Motiv, dass er hier, nicht? Also auch Jesus hatte ja das natürlich. Problem, ja, dass die, während die er wacht und leidet, dass die Jünger einschlafen. Das ist das Schlimmste für einen Religionsstifter, sie schlafen ein. Ja? Übrigens auch für einen politischen Ideologen. Man stelle sich vor, man hält eine flammende Rede und die schlafen ein. Ja. Ja, nämlich die Anhänger, nicht die Gegner. Mhm. Das heißt, es ist immer der Ausdruck des Scheiterns. Und das Zweite ist, also Nietzsche hat ja, nachdem er die ersten drei Teile des Zarathustras gleichsam in einem Schaffensrausch, in einem dionysischen Rausch geschrieben hat, ganz schnell sich noch Zeit gelassen und dann den vierten Teil des Zarathustras geschrieben. Und das ist eindeutig eine Satire. Ja, es ist ein satirischer Abgesang. Und natürlich hat Nietzsche sozusagen sehr viel auch ernst genommen im Zarathustra. Mhm. Ja, aber gleichzeitig hat auch immer wieder betont in seinen Notizen, man soll ihn nicht mit Zarathustra identifizieren. Ja, er ist nicht Zarathustra. Mhm. Sozusagen das Spannende für mich dabei ist natürlich, dass das
weil das deine erste Frage war, dass das gattungsmäßig dieses Buch tatsächlich unglaublich schwer einzuordnen ist. Ja? Mhm. Es ist ganz sicher kein traditionell philosophisches Buch, es wird ja nichts durchargumentiert. Es ist aber auch kein Roman in dem Sinne. Nietzsche selbst hat gesagt, es ist eine Symphonie. Das heißt also eigentlich den musikalischen Charakter der Sprache ganz, ganz stark betont. Mhm. Es gibt so etwas wie eine Handlung, aber die ist jetzt nicht wahnsinnig aufregend. Eben steigt vom Berg, verkündet eine Lehre und niemand hört ihm zu. Das ist der Kern des Zarathustra. Ja. Das, was gelehrt wird, ja, das sind jetzt, man muss dann im Detail sich das genau anschauen. Mhm. Ne, es kommen allegorische Figuren vor, wie das Leben, mhm. ja, dass Zarathustra einige Geheimnisse ins Ohr flüstert. Das heißt, das sind natürlich schon epische, theatralische Spannungen, die hier aufgebaut ja. werden, zwischen verschiedenen Figuren. Es tauchen die höheren Menschen auf, seine Gefährten. Samt und sonders übrigens, mir hat gewundert, dass das so selten beobachtet wird und kommentiert wird, diese höheren Menschen, ja, Zarathustras Gefährten, die Anhänger, auf die er setzt, sind samt und sonders gescheiterte Existenzen. Naja, ja. wie bei Jesus ja. auch, das waren doch, ja. wer waren denn seine Apostel? Ja. Das waren also, aber die Fischer sind dort, oder Sandler die, oder so. Ja, ja, die sind dort, ja. aber gescheiterte Existenzen im Sinne, sie waren was und sind es nicht mehr. Mhm. Ja. Ein abgedankter Papst, ja? Könige, die ihr Reich verloren haben, ein Wahrsager, dem die Zukunft versperrt bleibt. Ja? Und dann eben der hässlichste Mensch, meine Lieblingsfigur aus dem Zarathustra, mhm. der hässlichste Mensch, der im Zarathustra behauptet, dass er Gott getötet habe. Ja? Und das Motiv, warum dieser hässlichste Mensch eine kleine, tatsächlich hässliche, widerwärtige Gestalt, der Zarathustra begegnet. Das heißt, es sind tatsächlich sozusagen schon romanhafte Züge. Das Motiv, warum dieser hässlichste Mensch Gott getötet hat, das ist das interessanteste Motiv überhaupt, um Atheist zu werden. Und gerade in unserer Zeit finde ich das unglaublich wichtig. Nämlich der Zarathustra fragt denn, die begegnen sich und der hässlichste Mensch fragt Zarathustra, weißt du, wer ich bin? Der erkennt ihn natürlich sofort, ja, du bist der hässlichste Mensch. Ja. Weißt du, was ich getan habe? Sagt Zarathustra, ja, du hast Gott getötet. Weißt du, warum ich es getan habe? Ja, bleibt er die Antwort schuldig und dann sagt der hässlichste Mensch, aus Rache am Zeugen. Aus Rache am Zeugen. Wir halten es nicht aus, rund um die Uhr, permanent, bis in unser tiefstes Inneres von einem Gott beobachtet zu werden. Ja, der Zeuge, also der mhm. tatsächlich alles sieht und bezeugen das, kann. Das Bezeugen, okay. Ja, ja, aber das bedeutet sozusagen, das ist ja uraltes Motiv übrigens. Aber ja, so beginnt auch der Sündenfall. Ja. Was mich jetzt als Theatermensch interessieren würde, weil ich ja immer mit meiner Empathie mich auch in diese Menschen versuche hineinzudenken, wenn ich jetzt der hässlichste Mensch der Welt wäre und ich würde Gott getötet haben, warum schließe ich mich dann einer Religionsfigur an als Jünger? Da brauche ich doch etwas. Diese Anhänger von Zarathustra, also sie funktionieren nicht wirklich gut als Jünger. Ja, ja aber ich meine, da müsste ich doch eigentlich eine Befriedigung rausgekriegt haben, dass ich jetzt mein Werk vollbracht habe und es müsste mir eigentlich gut gehen, aber warum gehe ich dann zu einem anderen? Naja, er geht ja zu keinem Gott. Ja, aber ja. zu einem, der... Nein, also man darf das, glaube ich, nicht verwechseln. Also Zarathustra mhm. ist ja... ist auch derjenige, mhm. ja, der übrigens auch den schönsten Antigottesbeweis geliefert hat. Er hat gesagt, wenn es Gott gäbe, er spricht übrigens im Plural, wenn es Götter gäbe, ja, wie hielte ich es aus, kein Gott zu sein? Also gibt es keinen Gott. Ja? Und deshalb ist es völlig klar, deswegen ist es eine faszinierende Figur. Ja? Und du glaubst, und Zarathustra, das ist Zarathustra war schon derjenige, der gewusst hat, wenn wir Gott töten, mhm. ja,
dann bleibt alles das, was bislang Gott zu tun hatte, ja, das bleibt jetzt uns überlassen. Mhm. Ja. Wir müssen uns jetzt um Gerechtigkeit kümmern, wir müssen uns um Barmherzigkeit kümmern, wir müssen uns um Unsterblichkeit kümmern. Ja. Und genau das tun wir ja. Ja. Mhm. Es glaubt ja keiner mehr, dass Gott ihm die Unsterblichkeit garantiert, sondern wenn, lassen wir uns einfrieren und hoffen, dass in 500 Jahren die Wissenschaft uns unsterblich machen kann. Ja. Mhm. Das ist genau das Zarathustra-Programm. Und das ist etwas anderes als eine Religionsstiftung. Ja. Es gibt keine Religion, die ohne Transzendenz auskommt. Das ist das Wesen der Religion. Mhm. Ja. Das sind Transzendenzversprechungen. Während Zarathustra lebt in der absoluten Immanenz. Ja? Und er sagt, das war das, was die Religionen versprochen haben. Es ist eigentlich fast ein Gedanke wie bei Marx. Ja? Das, was die Religionen versprochen haben, das müssen wir hier selber erledigen. Wir können uns nicht vertrösten lassen auf eine Transzendenz, auf ein Jenseits, auf ein Paradies, auf irgendwas, was kommen wird. Ja? Wir müssen das selber in die Hand nehmen. Und damit ist Zarathustra eine zutiefst moderne Figur. Mhm. Auch wenn sie in dieser sozusagen etwas sprachlich scheinbar antiquierten Gewand einherschreitet. Mhm. Was noch dazu kommt, ist eben, dass das dann immer auch wieder ironisch unterlaufen wird. Mhm. Ja? Nicht? Also, dass das Ganze nicht funktioniert, zeigt ja der letzte Teil, das ist das berühmte Eselsfest, ja, eine Persiflage auf ein frühchristliches Fest übrigens, wo die letzten Menschen dann vollkommen berauscht einen Esel anbeten, als sozusagen Inkarnation des Transzendenten. Also das hat natürlich unglaublich viel spannende Bezüge, auch Jesus reitet auf einen Esel nach Jerusalem ein. Hat nicht der Nietzsche dann einen Esel gebissen und wurde deshalb eingeliefert? Nein, er hat ein Pferd umarmt. Ja, nicht einen, es ist was anderes, es ist das Gegenteil. Ja. Ich habe irgendwann mal gelesen. Aber auf alle Fälle sozusagen, johlen die dann oder schreien dann wie der Esel, ist das berühmte Ia, Ia, Ia. Mhm. Und im ich Grunde auch, ist das ja. Dieses, nicht nur ich auch, sondern es ist dieses Ja. Ja, dieses Ja zum Leben, dieser Amor Fati, dieses bedingungslose Ja zum Leben. Mhm. Das ist der Kern, nicht das Ja zu einer transzendenten Instanz. Mhm. Konrad, ich möchte jetzt auch nicht zu viel über das Buch reden, obwohl es wirklich, wirklich schön ist. Aber, weil du sagst, du bist nicht sicher, ob das jetzt ein literarisches Werk ist von Nietzsche oder ein philosophisches Werk. Was ist denn das? Ist das literarisch oder ist das philosophisch? Weil ich habe das wirklich gelesen mit einem großen literarischen Vergnügen. Ja. Es ist irrsinnig geistvoll. Und was ich auch noch betonen möchte, ist, es ist hinten eine unglaublich akribische Aufstellung drinnen, die für mich sehr, sehr erhellend war, auch welche Vertonungen es gibt von Nietzsche. Und du hast auf den Zeisel verwiesen und so weiter, auf irrsinnig viele Komponisten, und auch Komponistinnen, die verfemt sind, seitdem die Nazis sie für entartet erklärt hatten. Und da haben die Nazis wirklich gewonnen, muss man wirklich sagen. Es gibt wirklich viele, viele großartige Künstlerinnen und Künstler, die aus dem Repertoire verschwunden sind, an der Wiener Staatsoper, der Goldmark mit der Königin von Saba, das war genauso wie Puccini oder Saint-Saëns oder so. Und das ich finde das ganz arg, und deshalb bin ich immer sehr dankbar, wenn an kompetenter Stelle verwiesen wird auf diesen zu bergenden Schatz, den es da tatsächlich gibt. Und du schreibst bei vielen selber, es gibt überhaupt keine Aufnahmen. Also es scheint überhaupt keine kommerzielle Perspektive zu geben, dass man damit Käuferinnen findet. Und ich finde das wahnsinnig schade, weil es sehr, sehr schöne Werke sind. Und da bin ich dir auch sehr dankbar für diese ganz akribische Auflistung
die da ist. Ja, aber bevor wir, ja, aber der Nietzsche, wir werden jetzt nur über Nietzsche reden, das gibt es gar nicht, aber der Nietzsche, du hast einmal, und das hast du jetzt in diesem Toleranzartikel im Nu wieder geschrieben, der Nietzsche war der die Werte von der Ökonomie in die Ethik geholt hat, was doch eine philosophische Tat ist, obwohl er jetzt als Philosoph so gering geschätzt wird. Aber ich finde das einen unglaublich wichtigen Gedanken, weil ich ein Idealist bin, aus meiner Welthaltung heraus, also aus keiner fundierten philosophischen Überzeugung, aber ich bin ein absoluter Idealist, sonst hätte ich wahrscheinlich die letzten 50 Jahre nicht überlebt, auch künstlerisch nicht. Aber und deshalb ist mir der Nietzsche immer sehr suspekt, obwohl ich die Gedichte mit 20 auswendig gekonnt habe. Und ich habe überhaupt keine Parodie drinnen gesehen. Deshalb habe ich jetzt vorhin so reagiert. Für mich war das sehr, sehr schwulstig, ernsthaft. Also das hat auch meinem Lebensalter sehr entsprochen irgendwie. Ich denke mir, dieser Gegensatz, und du hast das unglaublich schön beschrieben, dieser Gegensatz zwischen der Idee und dem Wert, das finde ich unglaublich wichtig, und das kann man gar nicht oft genug sagen, dass eine Wertediskussion absolut hochgefährlich ist, wenn es um unser Zusammenleben geht, weil Werte immer verhandelbar sind. Und dann kann man sagen, was ist mehr wert? Eure Freiheit oder eure Daten oder die Sicherheit vor einem Terroranschlag oder was ist euch jetzt mehr wert? Und dann ist man plötzlich in so einer Defensivhaltung, wo man jetzt sagen muss, oh ja, eigentlich gebe ich jetzt lieber doch meine Daten und ich zeige allen meinen Impfpass und dafür darf ich jetzt wieder ins Porgi gehen oder so. Also das sind dann so, also wenn du mir vor 5 Jahren gesagt hättest, ich muss irgendjemandem, einem Kellner meinen Impfpass zeigen, was ich heute 50 Mal am Tag mache, dann hätte ich dir gesagt, hä, wie bitte? Also das ist irgendwie sehr, sehr befremdlich, aber das ist ein Resultat dieser Wertediskussion, oder? Ja und nein. Also ich glaube, dass wir vor 5 Jahren nicht auf die Idee gekommen sind, einen Impfpass mit uns zu führen, das hat einfach mit einer privilegierten Situation zu tun, weil wir in Europa der Auffassung waren, pandemische Krankheiten gibt es in Afrika oder in Indien oder in China, aber ganz sicher nicht bei uns. Das heißt, das war einfach europäische Arroganz. Jeder, der damals vor 5 Jahren nach Afrika gefahren ist, aus welchen Gründen auch immer, hat eine ganze Liste von Impfungen absolvieren müssen und das natürlich auch herzeigen müssen bei der Einreise. Das heißt also zwar nicht in Borg und Bess, aber an jedem afrikanischen Flughafen musste man das dann zeigen. Das heißt also, das ist jetzt nichts besonders Außergewöhnliches und ich finde, man soll auch kein Drama drum machen. Das ist in pandemischen Situationen so, und wenn die Pandemie vorbei ist, wird das auch wieder vorbei sein bis zur nächsten Pandemie, und wie gesagt, in anderen Ländern dieser Erde ist das gang und gäbe. Das heißt, aber es hat natürlich schon auch damit zu tun, dass man sieht, wie sich Werte schnell verändern können. Das ist völlig klar. Ja. Ja. Und ich bin selber gespalten diesbezüglich, ob das jetzt von Nietzsche eine Großtat war oder ein Verhängnis war, den Wertbegriff so stark gemacht zu haben. Denn ihm ging es ja wirklich darum, sozusagen eherne moralische Gesetze, seien sie religiös begründet, wie etwa die 10 Gebote, oder seien sie philosophisch begründet, wie der kategorische Imperativ, diese Gebote, diese Maximen, diese Imperative, diese Vorschriften, aus denen bislang die Moral bestand, ja, zu Werten zu erklären.
Und zwar genau mit dem Hintergrund, dass Werte oder zum Begriff des Wertes eben gehört, dass auf- und abgewertet wird. Weil der Begriff des Wertes im Gegensatz zu dem des Gebots etwa oder des Imperativs immer schon eine ganz starke subjektive Komponente hat. Ich bin jetzt derjenige, der bewertet. Ein Wert ist ein Wert für mich, weil mir etwas wert ist. Und das ist ja auch der Sinn des Wertes in der Ökonomie. In der Ökonomie bedeutet das, also der Wert eines Konsumartikels bemisst sich danach, was potenzielle Konsumenten bereit sind, dafür zu zahlen. Ja? Und wir alle wissen, dass der Gebrauchswert von Gegenständen völlig unterschiedlich sein kann. Ja? Also als jemanden, der also keine Beziehung zur bildenden Kunst hat, auch wenn er Millionär ist oder Milliardär, wird wahrscheinlich sagen, also Bilder interessieren mich nicht, warum soll ich wirklich für einen Modigliani oder einen Schiele 60, 80, 100 Millionen Dollar auf den Tisch legen, so ein Blödsinn. Ja? Ein anderer, ein Sammler, verzehrt sich danach, begeht vielleicht sogar Verbrechen, nur um den Besitz dieses Bildes zu kommen. Das ist, Bild ist mehr wert als sein Leben. Ja? Und für andere ist es gar nichts wert. Das heißt also, Werte haben diese subjektive Präferenz und das ändert sich auch mit Situationen. Das ist jetzt bei der Pandemie passiert. Ich sage ein weniger verhängnisvolles Beispiel. Ja. Aber wenn was hat dieses Glas Wasser für einen Wert für uns? Dass deine Stimme jetzt wieder schön klingt. Es ist selbstverständlich, es ist selbstverständlich, dass das Wasser steht. Ja. Und wir brauchen es, damit die Stimme funktioniert. Genau. Wären wir jetzt in der Wüste, hätten den Kontakt zur Außenwelt verloren, wären ganz auf uns allein gestellt, wüssten wir nicht, wann man uns wieder findet und wir hätten nur einen Viertelliter Wasser, dann hätte dieser Viertelliter einen unendlichen Wert. Das heißt, der Wert des Wassers hängt davon ab, in welcher Relation, in welcher Beziehung, in welcher Situation ich zu diesem Wert bin. Und mit moralischen Werten, so Nietzsche, ist das ganz genauso. Ja, genauso. Der Wert der Gerechtigkeit ändert sich in dem Moment, ja, wo ich in einer anderen Situation bin. Das ist die Frage der Angebot und Nachfrage, also mit dem Glas Wasser. Aber ich finde eben, dass es bestimmte Bereiche gibt, also ganz naiv, die eigentlich einer Wertediskussion entzogen werden sollten, wie zum Beispiel Freiheit. Weil wenn du sagst, die Freiheit ist eine Idee, dann ist diese Idee nicht verhandelbar. Und in dem Moment, wo du sagst, die Freiheit, die menschliche Freiheit ist ein Wert oder die menschliche Würde oder sowas, ja. Und wenn du sagst, das ist ein Wert, dann kannst du verhandeln. Also was ist jetzt, was ist deine Würde jetzt wirklich wert, wenn du irgendwas machen musst, was du nicht machen willst, dafür kriegst du Geld oder einen Job oder was immer, dann ist es plötzlich nur mehr ein Wert und dann kann man das dann aufwiegen mit etwas. Aber wenn man eben bestimmte Dinge und was weiß ich, den Grundrechtskatalog einfach nur nimmt und sagt, das ist jetzt kein Wert, sondern das sind Ideen, dann glaube ich, würden wir anders an bestimmte Diskussionen auch herangehen. Oder? Oder ist das, hat sich da die Welt einfach überholt? War das nur im Anfang des 19. Jahrhunderts noch, dass man von Ideen sprechen konnte und heute bist du ein vollkommener Dinosaurier? So wie also ich sehe ja mit Entzücken, Markus, du bist ja wirklich ein Idealist. Ja, ich bin ein, ein Idiot, ja, das ist genau dasselbe. Also klar. Also du hast ja auch recht. Ja? Das heißt, wenn man Dinge sozusagen aus Wertediskussionen heraushalten will, ja, weil sie wichtiger sind als Werte, dann muss man sie als Ideen formulieren. Das war übrigens auch genau der Grund, warum Immanuel Kant eben gesagt hat, der Mensch hat keinen Wert, sondern der Mensch hat nur eine Würde. Weil solange er einen Wert hat, ist er verhandelbar. Und der Wert des Menschen bemisst sich dann genau danach, brauche ich ihn nicht, kostet er was, kostet er nichts. Ja? Kann ich auf ihn verzichten oder erst morgen kann ich auf ihn verzichten. Das heißt, solange ich vom Wert des Menschen spreche, spreche ich immer von seinem Preis. Und der ist natürlich veränderbar. Wenn ich aber das bezeichnen will, oder es mir darum geht, was der Mensch als Mensch darstellt, welche Rechte ihm zukommen,
welche unveräußerlichen Rechte ihm zukommen, ja, dann kann ich das nicht an einen Wertbegriff knüpfen, weil es gibt keine unveräußerlichen Werte, es gibt nur die Würde. Mhm. Aber das Zweite ist, und das kann man auch schon bei Kant nachlesen, ich muss das ja dann auch begründen, ja, worin liegt die Würde des Menschen? Nur in seiner bloßen Existenz? Dann hätte alles Existierende diese Würde. In seiner Leidensfähigkeit, weiß ich nicht, ob man Würde an Leidensfähigkeit binden soll. Kant hat die traditionell idealistische Antwort gefunden, das liegt in seiner Vernünftigkeit, weil Würde haben Wesen, die imstande sind, sich selbst Ziele zu setzen und darüber zu unterscheiden. Das heißt, hier wird die Freiheit schon vorausgesetzt, um die Würde zu begründen. Und das Problem ist, ich kann natürlich nicht empirisch feststellen, was Freiheit bedeutet. Wir kennen diese alte Debatte, ist der Mensch ein freies Wesen, ein determiniertes Wesen, gibt es eine Willensfreiheit, sind wir von unseren Genen bestimmt, von unserem Hirn bestimmt, von unserer Hautfarbe bestimmt. Ja. Das Interessante ist, wir sagen immer, Freiheit ist so wichtig. Ja. Ich habe so den Eindruck, 80% der Psychologen, der Soziologen, der Hirnforscher, der Ethnologen, der Antirassisten, der Genetiker, wer auch immer, ja, 80% dieser Wissenschaftler tun nur eines nachzuweisen, diese Freiheit gibt es nicht. Ja? Weil wir eben von anderen Faktoren so bestimmt sind, ob das jetzt soziale Faktoren sind wie Milieus oder genetische Faktoren sind, physiologische Faktoren sind, dass die Freiheit keine Chance hat. Das wusste übrigens auch schon Kant. Er hat gesagt, natürlich kann man Freiheit empirisch nicht beweisen. Aber, sagte er, wir können es so tun, als ob wir es beweisen könnten. Das heißt, wir können uns so verhalten, und das tun wir in der Regel ja auch, als ob wir annehmen, dass Menschen freie Wesen sind. Und das Beste ist, das müsste jetzt sozusagen deinem Idealismus ja auch wirklich entsprechen. Und im Theater. Das Beste ist, dass Kant dann sagt, und wenn wir so tun, als ob, dann ist es so, als wäre es wirklich. Ja. Frei ist der, der glaubt, dass er frei ist. Ja. Ganz einfach. Ja. Ja. Genau, was beim Hamlet ja auch ist, durch das Theater im Theater, was du jetzt auch mit dem Köhlmeier machen wirst. Dass die Wahrheit erst dann wirklich sichtbar wird, wenn man so tut, als ob sie es wäre. Also dass, ja, man, dass durch das Spiel und durch die Überhöhung wird etwas sichtbar. Und da sind wir wirklich beim Wesen des Theaters. Also dass man auch den Luxus hat im Theater, was heutzutage ja nur selten eigentlich noch praktiziert ist, dass du diesen Luxus nimmst, Konflikte wirklich in die Tiefe, zu gehen. Und Tiefe ist ja auch so ein Begriff, der jetzt nicht mehr so en vogue ist, wie er mal war. In den 11 Zeilen von Nietzsche, genau, kommt der Begriff Tief 8-mal vor. Ja, also ja, praktisch ja, jeder Zeile. Und das ist heute, ist Tiefe überhaupt nicht etwas, was einen anspricht oder wo man das Gefühl hat, man muss es ergründen, weil wir haben die Information, kommt nicht mehr aus Tiefen, sondern aus flachen Bildschirmen oder so. Und ich hab eben das Gefühl, dass der Luxus eines Theaters überhaupt das auch ist, dass wir ja live auf der Bühne sind, dass es echte Menschen sind, also sogar heute, wir sind alle echt. Und das ist die Wahrheit des Augenblicks. Und wir haben aber auch die Möglichkeit, durch unser Sein dann einen Konflikt in der gebührlichen Ausführlichkeit auszuspielen als Schauspielerinnen und dadurch wird er natürlich sichtbar, weil wir ihn erhöhen, weil wir die Situationen ins Extreme pushen, weil wir radikale Standpunkte einnehmen können und weil wir keinen Konsens suchen. Also gerade im Theater ist es ja auch so und bei den Philosophen ist es ja ganz ähnlich, dass ich sage, ich vertrete meine Haltung oder meine Motivation, mein Ziel, mein Ziel der Handlung bis zum Tod. Romeo und Julia. Wenn die Julia sagt, ich liebe den Romeo, dann sagt sie nicht irgendwann, na, das ist kompliziert, ich nehme lieber einen anderen, sondern die stirbt dann. Also das geht wirklich bis zum Tod und Romeo genauso. Also wenn es nicht diese Unbedingtheit gäbe, dann würden wir nicht Theater spielen können. Da wird's das wird keiner anschauen, wenn die Julia sagt, na, ist wurscht,
wie man anderen. Das ist ein bisschen mühsam. Ja. Gibt noch andere. Also mir gefällt das sehr gut, ja, weil also dieser Theaterenthusiasmus ist ja wirklich was wahnsinnig Schönes. Man muss aber, glaube ich, schon zwei Dinge bedenken. Dabei, zumindest am Theater können wir uns das nur gönnen und leisten und durchziehen, weil wir eben so tun, als ob. Mhm. Ja, das heißt also, die Schauspielerin, die Julia spielt, stirbt ja nicht wirklich. Ja, die steht dann wieder auf und steht verbeugt dann sich, da ja. und verbeugt sich und ja. wird applaudiert. Ja. Das heißt, und alle wissen, dass wir nur so tun, als ob. Mhm. Und das Schöne am Theater ist ja, dass wir diese Illusion nicht zerstören, sondern teilen. Ja? Mhm. Hat es vielleicht bei irgendwelchen Revolutionen mal gegeben, dass jemand aus dem Publikum aufsteht und schreit, tu nicht so, als ob, wir wissen eh, dass du nur spielst und den gar nicht wirklich liebst. Ja? Aber wir haben doch, ich weiß jetzt nicht, du bist in dieser Szene ja viel besser bewandert als ich, aber haben wir nicht jetzt im Theater oder in der Literatur, aber auch im Theater, diese Tendenz, eben genau dieses Spielen zu vernachlässigen und zu sagen, wir bringen einfach die Realität als Realität auf die Bühne. Es geht gar nicht mehr darum, dass irgendjemand jemanden ganz anderen spielen kann, sondern der Schauspieler soll der sein, der er ist und nur sich selbst darstellen. Und wenn das so ist oder wenn das so wäre, ist ja nur eine Vermutung von mir, wenn das so wäre, wäre das eine unglaubliche Verarmung des Theaters, dann ist das Schöne am Spiel nicht genau dasjenige, dass ich alle möglichen Rollen einnehmen kann und jetzt nicht reduziert werden kann darauf, was weiß ich, dass Angehörige bestimmter ethnischer Gruppen nur Angehörige ethnischer Gruppen spielen dürfen und Könige nur Könige spielen dürfen und Transsexuelle nur Transsexuelle spielen dürfen. Ist das nicht ärmlich? Ja, nein, es ist vor allem, es vernachlässigt etwas, was ich ganz wichtig finde, das ist die Fantasie. Genau. Weil das ist ja das große Geheimnis, weil du sagst, du hast 11 Zeilen und aus 11 Zeilen ist dieses Buch entstanden. Hamlet, glaube ich, im Original sind 35 Seiten und wenn du jetzt alle Bücher, die über Hamlet geschrieben worden sind, übereinander stapelst, dann bist du beim Empire State Building. Also das ist ja genau das, weil das große Geheimnis, Hamlet hat es nie gegeben. Das ist eine Fantasiefigur. Und wenn jetzt einer sagt, aber ich habe die Wahrheit über Hamlet, ja, super spannend. Ich sage, nicht einmal Shakespeare hat es gegeben. Ja, eben, das kommt ja dann noch dazu, hat es Shakespeare gegeben. Und dann sagt man, okay, aber ich finde ja das wahnsinnig Schöne, also gerade in meinem Beruf, dass eben die Leute wissen ja schon an der Kassa, dass das nicht echt ist, was wir hier machen. Und kommen trotzdem, aber gerade deshalb, weil sonst wären sie sehr beklommen. Und ich glaube, unsere Fantasie, und das teilen wir ja mit dem Publikum, ist ja das, dass wir in eine Welt führen, die für uns alle was Besonderes ist. Und dann kommt noch diese Umkehrung der Hierarchie seit der Commedia, dass eben jede Prinzessin im Fasching eine Bettlerin spielen will und jede Bettlerin will im Fasching eine Prinzessin spielen. Und das ist immer dieses, man sehnt sich immer danach und dieses Spielen des anderen ist ja auch eine kathartische Reinigungskraft für die Gesellschaft. Deshalb der Karneval, das ist ja was wahnsinnig Wichtiges und ich finde auch am Theater ist es wichtig, wenn wir mit den großen Konflikten konfrontiert sind, die nicht nur ironisiert werden, wie es heute sehr oft gemacht wird. Es ist ganz witzig, etwas zu ironisieren. Ja, die sind ja lächerlich, wunderbar. Aber das ist in Wirklichkeit relativ einfach, sich über was lustig zu machen, aber in eine Tiefe zu gehen und einen Konflikt wirklich auszuleuchten, das erfordert schon Krebs eigentlich. Und das Dokumentarische, das was Rimini-Protokoll macht, dass man dann tatsächlich die Leute auf die Bühne setzt und sagt, das erzähl mal aus deinem Leben und sie dann so vorführt, das finde ich, sehr mäßig spannend, weil... Ich will gar nicht abstreiten, dass das auch interessante Situationen sein können und gewisserweise auch Legitimität beanspruchen kann. Ich würde nur vielleicht meinen, das, was du gesagt hast, dass das Theater als Fantasie, das kann als einfach Fiktion mehr. Nicht ersetzen kann. Ja. Und aber
Es ist natürlich schon auch, gerade beim Theater, das Interessante, diese Ambivalenz. Du hast zuerst gesagt, also es wissen eh alle, wir spielen das nur. Und am Anfang hast du gesagt, aber es sind echte Menschen. Ja? Das heißt also, es gibt eine Form von spielerischer Lebendigkeit oder das Spielen, das Vorspielen, das aber gebunden ist an eine bestimmte Lebendigkeit. Etwa, wir sehen ja den schauspielenden Menschen auf der Bühne und wissen, er spielt aber jetzt nicht sich selber, ja, sondern er spielt einfach eine Rolle, aber die spielt er gewisserweise sehr ernst. Ja? Also das Theater, sogar auch in einer Komödie, muss der Schauspieler seine Rolle sehr ernst nehmen, gerade damit sie sehr lustig sein kann. Ja, natürlich, ja? Gerade dann. Aber für mich ist, ja, das ist ein wichtiger Punkt und da kommen wir dann in Schauspieltheorien, weil da gibt es natürlich tausend verschiedene Theorien und für mich ist das da eigentlich das Bild am gültigsten. Für mich hat das Schauspiel immer etwas mit Großzügigkeit zu tun. Dass ich mir denke, als Schauspieler, welcher Teil von mir, ob gut oder schlecht oder peinlich oder lächerlich oder was immer, welcher Teil von mir, welchen Teil von mir kann ich meiner Rolle leihen? Und das heißt jetzt nicht, dass irgendwo da oben der Hamlet schwebt und ich muss jetzt in ihn hineinwachsen, sondern ich sehe eine Rolle auf Augenhöhe und sage sozusagen, welche Eigenschaften oder welche Leidenschaften oder welche Eigenheiten kann ich meiner Rolle leihen und sie hinüberwachsen lassen sozusagen, die dann ein Teil der Rolle ist. Und je großzügiger ich bin, desto interessanter wird die Rolle. Wenn ich sage, ach, ich gebe dem nur 3% von dem, was ich drauf habe, dann wird die ärmlich sein. Und wenn ich versuche, so viel es geht, da hineinwachsen zu lassen, dann wird das spannend. Und deshalb sage ich ja, wir sind echte Menschen, weil sonst ist es ja nur ein Reklamheftel. Also der Hamlet ist ja wirklich noch doch, das ist ein dünnes Reklamheftel. Also sonst ist es ein Reklamheftel. Aber wenn wir quasi mit unserem Körper und mit unserem Sein der Rolle etwas leihen, dann kann das schon sehr, sehr lebendig und dreidimensional werden. Aber Konrad, ich muss noch zwei Sachen, habe ich noch im Kopf, die ich unbedingt mit dir besprechen möchte. Das eine ist ein dunkler Teil deiner Vergangenheit. Ein neuer Welcher jetzt kommt. Welcher, genau. Nein, der ist auch einer meiner dunklen Teile, der ist auch dunkel, weil sie schon so weit zurückliegt. Der Konrad, jetzt müssen wir das Outing machen, war mein Psychologieprofessor im Gymnasium. Und wir kennen uns wirklich lange. Und das war, also der Konrad war damals schon eine sehr außergewöhnliche Lichtgestalt in unserer Schule sozusagen. Aber warum ich jetzt darauf komme, ist, das war Ende der 70er Jahre. Also das ist wirklich, wirklich schon lang her. Anfang der 80er war es, glaube ich. Wann hast du maturiert? 82. Noch war es 81. 81, ja. 81 war es. Und warum ich das jetzt anspreche, ist natürlich an der Lust der Dunkelheit, das ist 40 Jahre, die Tiefe. Das ist 40 Jahre. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Das ist ein Menschenleben. Das stimmt. Und ich erinnere mich an meine Befindlichkeit damals als ganz junger Mensch und du auch ja ganz jung. Und wir sind in einer Gesellschaft, wir haben... Und das habe ich auch am Anfang schon gemeint, wie ich gesagt habe, wir teilen uns bestimmte gesellschaftliche Realitäten. Wir waren beide damals in Wien, wir waren damals Anfang der 80er Jahre in einer Art Aufbruchstimmung. Für mich war das natürlich das Entdecken der Welt, auch durch mein Lebensalter sozusagen mit 16. Aber ich habe das Gefühl, dass sich die Welt und die Realität komplett verändert hat. Von der Welthaltung her, der Menschen,
die Einstellungen, es sind Generationen nachgewachsen, die komplett anders ticken, als wir getickt haben. Und ich meine, das ist überhaupt nicht wertend, überhaupt nicht. Aber es war, wir sind heute in einer ganz anderen Welt, als ich mir damals vorgestellt habe, in einer anderen Welt zu sein. Das fängt mit mir selber an. Also ich bin jetzt 57 und ich bin jetzt anders, als ich gedacht habe, dass ein 57er sein wird, wie ich mir mit 16 einen 57-Jährigen vorgestellt habe. Das war, also da bin ich jetzt vollkommen anders. Also von meiner Lebensrealität, von dem, was ich tue, was ich denke. Aber Österreich ist auch anders. Wien ist auch anders. Die Gesellschaft ist auch anders. Ich habe gedacht, dass es eher in mehr Freiheit geht, in mehr Solidarität. Aber gesellschaftlich haben wir jetzt so viele Rückwärtsbewegungen gehabt und jetzt auch wieder, teilweise durch die Regierung. Aber es geht jetzt wieder weg von diesem Diversen, weg von der Neugier, die mich damals so angetrieben hat. Siehst du das auch so oder hast du das Gefühl, weil ich habe jetzt mein Leben lang Theater gemacht, seit diesen 40 Jahren ist viel vergangen, ich habe es nicht geschafft, die Welt so zu gestalten, wie ich mir das erhofft hätte, um diese Werte, die ich mit 16, Werte habe ich es gesagt, diese Ideen, die ich mit 16 gehabt habe, wirklich so gesellschaftsimmanent zu machen. Ja. Das liegt so an der Welt, dass sie nie das tut, was wir von ihr wollen. Ist blöd, diese Welt. Ja, wenn die einfach auf uns hören würde, ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du gesagt hast, mir ging es ähnlich oder geht es ähnlich, allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Ich muss ehrlich sagen, also ich bin froh, nicht in der Welt leben zu müssen, die ich mir als 16-Jähriger vorgestellt habe. Denn dann lebten wir in einer totalitären kommunistischen Diktatur, ganz einfach. Das habe ich als 16-Jähriger erträumt. Ja. Mhm. Und mittlerweile weiß ich, ich möchte in so einer Welt nicht leben. Mhm. Deswegen sehe ich auch die Entwicklung ein bisschen ambivalenter als du. Es gibt sicher regressive Tendenzen, wie es das immer gibt in einer dynamisch sich entwickelnden Welt. Es wäre keine dynamisch sich entwickelnde Welt, wenn es nicht auch Gegenbewegungen gäbe. Daraus entsteht ja die Dynamik. Aus Gleichförmigkeit entsteht ja keine besondere Dynamik. Und man muss, glaube ich, dann schon, wenn man so ein bisschen zurückblickt, und das ist fast ein halbes Jahrhundert, auf das wir jetzt gemeinsam zurückblicken können, man muss schon natürlich sagen, dass sehr viele Dinge, die für uns als 16, 17, 18, 20-Jährige undenkbar gewesen wären, mittlerweile zu Selbstverständlichkeiten gehören. Also allein die Tatsache, dass es keinen eisernen Vorhang in Europa mehr gibt. Ja, das ist, also ich bin ja aufgewachsen, natürlich mit der Vorstellung, dass auf alle Ewigkeit Europa gespalten sein wird, weil sich diese zwei Blöcke nicht versöhnen können. Und das Einzige, das auch hier im Buch von Günter Anders liegen, das Einzige, was wir tun können, ist zu verhindern, dass es zum großen atomaren Schlagabtausch kommt. Ja. Aber dass das jetzt einfach, dieser eiserne Vorhang, diese Spaltung Europas einfach verschwunden ist. Ja. Und auch wenn es natürlich Gegensätze zwischen West- und Osteuropa noch gibt, was ja auch kein Wunder ist aufgrund der Geschichte dieser Regionen oder Teile des Kontinents, ist das doch ganz eine andere Situation. Also ich bin als 20-Jähriger mit dem Zug von Wien nach Ostberlin gefahren, habe zweimal die tschechisch-österreichische und die tschechisch-DDR-Grenze passiert. Das waren 3 Kilometer lange Grenzstreifen mit Stacheldraht, Wachtürmen, ausgeleuchtet. Wenn man das erlebt hat und wenn man heute diese Grenzen passiert, auch wenn es vielleicht Corona-bedingt eine kurze Kontrolle geben sollte, das sind ganz andere Verhältnisse. Mhm. Das sind ganz andere Formen jetzt auch von Mobilität und von Freiheit, als es gegeben hat. In anderen Bereichen, von anderen Bereichen wollen wir gar nicht sprechen. Aber ich sehe auch durchaus ein, was du auch beobachtet hast, dass bestimmte Formen von Neugier zum Beispiel, ja, dass die heute einen anderen Stellenwert haben oder einen geringeren Stellenwert haben. Also ich kann mich erinnern, wie ich begonnen habe zu studieren, da habe ich studiert Philosophie und Literatur, weil mich das interessiert hat. Und die Frage, und was willst du später damit einmal machen, die hätte ich nicht verstanden.
Ich hätte die Frage nicht verstanden, weil mir völlig klar, man studiert nicht, um später was zu machen, sondern man studiert, weil einen etwas interessiert. Ja, ja. Heute fragt jeder 18-Jährige, oder für jeden 18-Jährigen ist heute klar, er muss zuerst sich überlegen, was er später machen wird, und dann vielleicht sich überlegen, was studiert man dann dazu. Ja. Ja, das heißt, das hat sich vollkommen umgedreht. Früher hat man gesagt, studier, was du willst, du kriegst überall einen Job. Und jetzt sagt man, studier, was du willst, du kriegst nirgends einen Job. So ähnlich. Ja, das glaube ich, so ganz ist es nicht. Das war bei mir so. Ja. Mhm. Ja, natürlich. Aber der Kern dahinter ist, denke ich schon, dass wir auch durch die Bürokratisierung und durch diese Wettbewerbsideologie natürlich Situationen haben, wo junge Menschen sehr, sehr zielorientiert schon sein müssen. Ja. Erschreckend. Gleich einmal ins Career Center gehen, bevor sie inskribieren. Mhm. Und das ist natürlich eine andere Art und Weise, damit fertig zu werden oder das Leben zu bewältigen. Und ich sage genauso wie du, das ist jetzt nicht schlechter oder besser, sondern es ist anders. Und vielleicht darf ich noch eine kleine Geschichte erzählen zu diesem Thema. Ich habe als junger Mensch zum ersten Mal einen Essay von Jean-Marie gelesen über das Altern, den ich damals überhaupt nicht verstanden habe. Weil die Grundthese dieses Essays ist, dass es zum Wesen des Alters gehört, und deswegen erscheinen Alte oft so komisch, so skurril, so konservativ, so reaktionär, dass es zum Wesen des Alters gehört, allmählich die Welt, die sich verändert, nicht mehr verstehen zu können. Ja? Und ich als junger Mensch, der Interesse daran hatte, die Welt zu verändern, habe mir gedacht, dass mir wird das ganz sicher nicht passieren. Ich werde immer die Welt verstehen, weil ich sie ja mitgestalten werde. Und ich habe vor einigen Jahren einen kleinen Text über das Alter geschrieben und im Zusammenhang damit diesen Essay von Jean-Marie wiedergelesen. Und habe es plötzlich total verstanden. Er sagt, es werden nicht die Alten reaktionär. Sie halten nur an den Ideen ihrer Jugend fest. Und das macht sie notgedrungen zu unzeitgemäßen. Und so geht es mir auch manchmal. Mhm. Ja. Wenn ich sozusagen an bestimmten Vorstellungen, die ich mit 16, 17, 18, 20 hatte, mich zurückerinnere, ja, dann weiß ich, das klingt heute absolut reaktionär, obwohl es damals das Fortschrittlichste schlechthin war. Mhm, ja? Aber die Gesellschaft an sich hat sich ja auch total verändert. Ja, weil du sagst, mit den Career Centers, es ist das Leben so teuer geworden, auch die Immobilienpreise, dass man sich gar nicht mehr erlauben kann zu scheitern. Also ich habe in Paris ja studiert und alle meine Freunde sind längst weg aus der Stadt, weil du kannst als junger Künstler, Künstlerin einfach dir nicht mehr leisten, in Paris zu sein. Und von der Stadt geht nichts mehr aus. Das ist einfach kaputt. Oder London ist auch noch ziemlich hart. Also die Leute leben sicher nicht mehr in diesen Zentren, wo früher so ein Kraftwerk an Kreativität war, weil einfach sie sich das Leben nicht mehr leisten können. Und ich denke mal eben, weil du das vorher gesagt hast, sie gehen in die Career Centers, klar, weil die müssen sich überlegen, wie kann ich jemals mein Geld verdienen. Und das hast du nicht gedacht, das habe ich nicht gedacht. Ich bin in eine Clownschule gegangen, mir war das vollkommen wurscht. Ich habe nie gedacht, dass ich reich werde. Bin ich eh nicht geworden. Ja? Aber das war kein Kriterium, sondern das Kriterium war, was will ich machen, wie will ich mein Leben leben. Und ich würde heute wahrscheinlich als junger Mensch auch in ein Career Center gehen und sagen, Moment einmal, wie kann ich meine Wohnung leisten? Ja, natürlich, ich genauso. Wenn ich keinen alten Mietvertrag hätte. Wäre ich heute 18, nie Philosophie studieren. Ja. Ja, das, ja, eben. Und das sondern ist Virologie, selbstverständlich. Wahrscheinlich, ja, genau. Ja. Ja, das ist alles. Apropos, da ist noch eine Sache. Ich wollte dich fragen, Konrad, eine Frage, die ganz banal klingt, aber die nicht banal gemeint ist. Woran arbeitest du gerade? Und ich sage dir den Inhalt an meiner Frage, den Hintergrund. Ich habe so viele Bücher von dir, die sehr unterschiedliche Sachen beleuchten. Du hast ein Buch geschrieben, das Lob der Grenze zum Beispiel.
was ganz spannend ist, weil ich denke auch eben diese Grenze, die du vorher auch beschrieben hast, dass Grenzen immer sofort also Paradiestheorien auch sind, wenn man sagt, ich definiere mein Paradies, und das ist immer die Wurzel des Faschismus, dass man sagt, ich mache eine Grenze und dann sage ich, das ist mein Paradies, und dann definiere ich, wer da hinein darf und wer nicht. Und du hast über die Grenze geschrieben, du hast über die Theorie der Unbildung geschrieben, du hast eben über den Nietzsche sehr viel geschrieben, über Adorno. Gibt es einen, wenn ich dich jetzt frage, woran arbeitest du gerade? Ist es immer eine Art Dringlichkeit, dass du sagst, ich muss jetzt darüber schreiben? Gibt es einen roten Faden, wenn du dich jetzt so umdrehst und auf die letzten 40 Jahre zurückschaust? Gibt es da eine Entwicklung oder hast du einen Weg, den du gehst? Oder wie kommst du zu deinen Themen? Wann brennt dich etwas, wo du sagst, das muss ich jetzt schreiben? Oder wie kommst du auf die Themen, die unterschiedlichen Themen, die du beschreibst? Hat das rückwirkend einen roten Faden? Oder? Nein, es hat irgendwie keinen roten Faden. Ich würde es umdrehen. Die Frage ist nicht, wie komme ich zu den Themen, sondern die Frage ist, wie kommen die Themen zu mir? Mhm. Das heißt also, meine Bücher, die du jetzt aufgezählt hast, entstanden alle aus völlig unterschiedlichen Situationen und aus völlig unterschiedlichen Gelegenheiten. Ja, manches ergab sich aus akademischen Notwendigkeiten, weil halt jetzt gerade in der Philosophie des 19. Jahrhunderts gefehlt hat, eine Vorlesung, und ich gefragt worden bin, könntest du das machen? Okay, mache ich halt, und daraus wurde ein Buch. Ja? Oder meine Philosophie der modernen Kunst, ein ganz, ganz wichtiges Buch. Ja, das war ein Zufall, ja, weil der Herbert Lachmeier, der diese Vorlesung bei uns gehalten hat, dann weggegangen ist, und es war halt niemand da im Moment, der diese Vorlesung übernehmen wollte, und habe gesagt, mich interessiert es irgendwie, ich werde mich schon einarbeiten, und daraus ist dann dieses Buch entstanden. Anderes entsteht vielleicht, wenn man bestimmte Dinge, wenn man von der Jugend gesprochen haben, ja, was man so jugendträumerisch antizipiert hat, möchte man mal genau durchdenken. Ja. Ich war als junger Mensch natürlich von der Frankfurter Schule beeinflusst, und irgendwann einmal möchte man sich das dann genauer ansehen und stößt dann auf bestimmte Dinge, möchte noch einmal Adorno lesen und entdeckt, dass sich Adorno mit Kierkegaard beschäftigt hat. Auch sehr interessant, fängt man an, Kierkegaard zu lesen, bleibt dabei hängen, weil man fasziniert ist davon, oder ich zumindest war fasziniert davon, und entdeckt dann völlig andere Perspektiven des Denkens und des Lebens. Und deswegen war ich, glaube ich, aufgrund dieser Art und Weise, war ich ungeeignet, so ein richtig klassischer Forscher zu sein, der sich sein ganzes Leben lang ganz intensiv und mit allen Details nur mit den Frühschriften von Immanuel Kant beschäftigt. Ja. Ich schätze diese Forscher und diese Forschungen, weil es unglaublich wichtig ist, ja, aber es war nicht mein Zugang zur Philosophie. Und dann gibt es natürlich auch Themen, die einem zufliegen, weil man einfach reagieren will, wir haben es ja schon angedeutet, auf gesellschaftliche Entwicklungen, auf politische Situationen, auf Konflikte, weil man als bewusster Teilnehmer der Welt, in der man lebt, sich auch verständigen will darüber, selbstverständigen will darüber, ja, in welcher Welt lebe ich eigentlich, oder was bedeutet das, was jetzt hier geschieht und was hier passiert. Günther Anders, der für mich eine ganz wesentliche Figur war, weil ich auch eine sehr persönliche, intensive Beziehung zu ihm haben konnte oder haben durfte, hat sich selbst als Gelegenheitsphilosoph bezeichnet. Ja. Er sagt, der wahre Philosoph philosophiert nicht, weil ein anderer was geschrieben hat, und da muss man jetzt noch den 27. Tertiärartikel dazu publizieren, damit man in irgendeinem gerankten Journal irgendwie eine Stufe nach oben kommt, sondern der wahre Philosoph wird durch Gelegenheiten zum Denken provoziert. Es ist das Leben, das uns zum Denken bringt. Jetzt bin ich jetzt nicht in diesem ganz radikalen, anderschen Sinne Gelegenheitsphilosoph, aber es gab auch in meinem Leben
solche Gelegenheiten, die zu mir gekommen sind und nicht ich zu ihnen. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad könnte man sogar, ich sage das gar nicht jetzt selbst abwerten, sondern es ist einfach so, betreibe ich so eine Art reaktive Philosophie. Ich reagiere auf Texte, auf Begegnungen, auf Dinge, die mir zustoßen. Ja? Ich habe jetzt nicht das große Feuer oder gar das missionarische Feuer, das hatte ich mit 16, das letzte Mal dann mit 19 und war es vorbei. Das große missionarische Feuer, ich habe eine Botschaft, ich weiß, was ich will die Welt in dieser oder in jener Hinsicht verändern. Das ist sehr schön, wenn man so ein Feuer hat, das steht jungen Menschen auch zu, aber man muss auch schauen, wie man weiterkommt, wenn dieses Feuer erlischt. Ja, das sollte man doch nicht erkalten. Und also nochmal, woran arbeitest du gerade? Oder ich spreche ungern, über Dinge, okay, die erst in entstehen sind. Und nachdem jetzt dieses Buch Alle Lust und Ewigkeit erst vor kurzem erschienen ist, bin ich momentan eher damit beschäftigt, durch die Lande zu reisen und sozusagen dieses Buch noch zu thematisieren, vorzustellen, darüber Vorträge zu halten. Aber es kristallisiert sich schon etwas heraus, aber lasst euch überraschen. Ich bin schon neugierig. Meine Damen und Herren, wir haben eine Tradition bei Wild But Heart. Und die ist so, Sie haben auf Ihrem Tisch so kleine Karten und einen Kugelschreiber. Und Sie sind jetzt herzlich eingeladen, etwas draufzuschreiben. Bitte leserlich, bitte anonym und wir nennen das Morning Report. Und ich werde das dann einsammeln, wie ein Gymnasialprofessor, und wir werden das dann mit verteilten Rollen lesen. Also bitte leserlich, anonym, schreiben Sie Fragen, Anregungen, Anmerkungen, Kritik, was immer. Ich schreibe mal ein anderes Lied. I dagger, I dagger was a boozy beggar who could think you under the table. David Hume could have consumed Wilhelm Friedrich Hegel, and Wittgenstein was a beery swine who's just a schloss to Schlegel. There's nothing Nietzsche couldn't teach about the raising of the wrist. Socrates himself was permanently pissed. John Stuart Mill on his own free will, on half by the shame he was particularly ill. Plato, they say, could sing it away. Half a grain of whiskey every day. Aristotle was a bagger for the bottle. Hobbes was fond of his dram. And Rene Descartes was a drunken fart. I drink, therefore I am. Yes, Socrates himself is particularly missed. A lovely little thinker, but a bagger when he's pissed. Du beliebst mir grün zu blinken, Gras wie Mädchen ihre Lippen. Für das Auge des Liebsten schminken. Der Dessau. Schwarz gibt sich dafür den Tod. Sehr schön. Rote Lippen mag ich immer gern. Sind sie grün auf einem anderen Stern? Wollen Wissenschaftler mir beweisen, dass Atome in den Lippen kreisen? Philosophen sagen mir, ich wüsste ja nicht einmal, was ich küsste. Ach, wie sollen sie's auch wissen, wenn sie denken, statt zu küssen? Wenn wir die Philosophen denken, statt zu küssen, Dessau.
Zufallsprinzip, genau. Ja. Gut. So. Meine Damen und Herren, wir sind zurück mit Anregungen. Fang doch mal an. Ach so, ja. Als Uniprofessor haben Sie die Möglichkeit gehabt, Studenten ihre Begeisterung über Philosophie weiterzugeben. Wieso haben Sie damit aufgehört? Ich habe eh länger gemacht, als notwendig gewesen wäre. Ich wäre ja schon vor 3 Jahren in Pension gegangen. Mhm. Die Uni hat meinen Vertrag um 2,5 Jahre verlängert. Aber jetzt ist irgendwann einmal Schluss. Na, vor allem machst du ja eh so viel um deine um die Begeisterung. Und abgesehen davon ist es ja auch so, es gehört auch zu den Privilegien einer Professur, dass man ja auch, wenn man offiziell im Ruhestand ist, natürlich nach wie vor Lehrveranstaltungen abhalten kann, was ich von Fall zu Fall sicher auch tun werde. Also keine Sorge, ich verschwinde nicht. Ist individuelle Freiheit nicht eine Bürde, die kaum jemand meistert? Also ich würde den ersten Teil der Frage mit Ja beantworten, es ist eine Bürde. Ob sie kaum jemand meistert, weiß ich nicht. Man hat manchmal tatsächlich den Eindruck, dass Menschen mit Freiheit schwer umgehen können. Es gibt auch immer wieder Überlegungen, dass den Menschen die Knechtschaft eigentlich lieber ist als die Freiheit. Auf der anderen Seite hätten wir nicht dieses unglaubliche Aufbruchsdenken in Richtung Freiheit, eigentlich schon seit wir als Menschen existieren, wenn Freiheit nicht eine unglaublich starke auch Motivationskraft wäre. Und natürlich kann man an Freiheit scheitern, das liegt aber im Wesen der Freiheit. Denn Freiheit bedeutet immer auch die Freiheit zu haben, das Falsche zu tun. Das vergessen wir oft. Ja. Wir sagen, Freiheit ist genau dann gegeben, wenn die Menschen das tun, was ich will, dass sie tun sollen, dann sind sie frei. Mhm. Menschen können aber auch manchmal das tun, was ich nicht will, dass sie tun sollen. Darin beweist sich die Freiheit. Die Freiheit von Adam und Eva hat sich nicht daran bewiesen, dass sie Gottes Wort gefolgt sind, sondern ihre Freiheit haben sie zum ersten Mal wirklich dokumentiert, als sie Gottes Wort übertreten haben und vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen haben. Ja. Am Theater ist es auch lustig. Das Schlimmste, was du einem Schauspieler sagen kannst, ist, komm auf die Bühne und mach, was du willst. Ja. Du kannst alles tun. Das ist entsetzlich. Ja. Aber wenn du sagst, spiel einen gelben Elefanten, der zu viel Haschisch geraucht hat, dann ist das super. Dann kommen irrsinnig schöne Sachen. Also wenn man die Freiheit einschränkt, kann das sehr konstruktiv sein. Ja. Mhm. Oh, ich habe hier auch was. Zum Begriff Freiheit. Oh. Wird dieser nicht oft politisch missbraucht? Stichwort. Freiheit gegen Impfzwang. Danke. Freiheit gegen Reiseverbot. Rauchverbot, etc. Also ich würde sagen, das liegt auch im Wesen der Freiheit, dass es immer eine Freiheit ist, die sich nur in Grenzen realisieren kann, aus ganz einem einfachen und zwar ziemlich dummen Grund. Wir sind nicht allein auf der Welt. Das heißt, es gibt andere Menschen. Und jeder andere Mensch ist für mich sozusagen eine Begrenzung meiner Freiheit. Also Freiheit in dem Sinne, du kannst tun, was du willst, ja, hatte nur Robinson Crusoe bis zu dem Moment, wo Freitag die Insel betreten hat. Damals mit dieser Freiheit, da musste er sich schon arrangieren, da musste er schon Abstriche machen, da musste er schon Kompromisse schließen, da ging es schon nicht mehr. Dann waren plötzlich zwei auf dieser Insel, die schauen mussten, wie sie miteinander auskommen können. Das heißt also, wir dürfen uns auch nicht den Freiheitsgedanken so als Art Robinsonade vorstellen. Das ist ja kein Zufall, dass das sozusagen in der Frühzeit des Liberalismus und Kapitalismus aufgetaucht ist, diese Robinson Crusoe-Geschichte von Daniel Defoe, sondern Freiheit ist immer sozusagen ein Projekt im Sinne, wir müssen es mit anderen Menschen aushandeln. Und deshalb kann ich immer, egal
was passiert, kann ich immer sagen, wenn ein anderer Mensch mir irgendwelche Freiheiten einschränkt, also das ist ein unzulässiger Zwang. Mhm. Ja? Und das Problem ist, in einer derart dichten sozialen Gesellschaft, in der wir leben, ja, wir sind ja keine Gesellschaft, wo wir sagen, also wir ziehen zu dritt oder zu viert als Nomaden durch unendliche Weiten, ja, und wir begegnen tagelang keinem anderen menschlichen Wesen. Da schaut Freiheit anders aus, als wenn man in so engen, dichten sozialen Verhältnissen lebt, gibt es einfach leider oder Gott sei Dank, ich weiß es nicht, nur ganz wenige Situationen, wo ich sagen kann, ich will machen, was ich will, und ich kann dafür auch die Verantwortung übernehmen, weil es nur mich betrifft. Ja. Nicht einmal bei dem, weil das angesprochen worden ist, das Thema, nicht einmal bei dem blöden Rauchen ist es ja so, natürlich hätte man sagen können, ein Raucher schädigt nur sich selber, der soll rauchen, so viel er will. Ja. Soll er auch tun. Das Problem ist nur, er schädigt immer auch andere, die nicht Nikotin inhalieren wollen. Ja. Und dann hat man nur die Wahl, also entweder man isoliert sich total als Raucher von allen Nichtrauchern oder man muss sich irgendwie arrangieren und auch berücksichtigen, dass es Menschen gibt, die nicht passiv mitrauchen wollen. Mhm. Und das war auch das Hauptargument für diese Raucherverbote, das war ja nicht die Lunge der Raucher. Ja. Die hätte dem Sozialsystem ja auch sogar Vorteile gebracht, ja. Weil Raucher bekanntlich... Freund und Kollege von mir, ein Soziologe, hat mal gesagt, beim Rauchen ist das Problem dasjenige, der Gesundheitsminister sagt absolutes Rauchverbot und der Finanzminister sagt absolute Rauchfreiheit. Ja? Weil der Finanzminister doppelt kassiert, einerseits an der Tabaksteuer und andererseits, weil Raucher das Pensionssystem am wenigsten belasten, weil dort die Sterberate zwischen 50 und 60 am höchsten ist. Ja? Das heißt also, aber die Lunge der Raucher war jetzt nicht der Grund, ja, ja, sondern der Grund war, wie kommen Menschen dazu, hier mitzurauchen, die nicht mitrauchen wollen. Und das sind diese Einschränkungen der Freiheit, die wir akzeptieren müssen, wenn wir mit anderen Menschen zusammenleben wollen. Mhm. Ja. Aber es steht natürlich jedem frei, eine Einsiedelei aufzusuchen. Ja. Ich habe auch zum Thema Freiheit, das dürfte sehr interessant gewesen sein. Der Professor hat erklärt, Freiheit ist eine von mehreren Werten, die relativ sind. Markus Kupferblum findet, die Freiheit ist als Wert nicht verhandelbar, eigentlich ein Killerargument. Wie definieren Sie diese Freiheit, die nicht verhandelbar ist? Das ist jetzt die Frage an dich. Ja, eigentlich eben im Gegensatz zu einer verhandelbaren Freiheit, dass man das eben in Relation setzt, dass man sagt, ja, du hast, ich gebe dir deine Freiheit, aber du musst mir was anderes dafür geben oder du musst etwas offenlegen, was immer es ist. Also dass man die Freiheit sozusagen willkürlich einschränkt oder was eben autoritäre Regime tun, dass sie sagen, ich war sehr viel im Iran zum Beispiel, da gibt's ganz krasse Regeln für die, also gerade auch natürlich für Frauen, aber auch für Männer, für Kunstausübungen, was man alles nicht darf, dafür, dass man dann nicht im Gefängnis sitzt, sozusagen. Und wenn ich bestimmte Sachen mache in Teheran, weiß ich, ich komme ins Gefängnis. Also das heißt, ich muss dann für mich entscheiden, tue ich das, dann wird meine Freiheit eingeschränkt. Oder tue ich das nicht, dann wird sie, dann darf ich noch auf der Straße gehen und darf sogar noch zurück. Ja, aber das ist ja, ich meine, ich nehme das radikale Beispiel, weil das eine, weil dorthin läuft ja die Entwicklung. Also das ist ja dann das sozusagen das Ende der Fahnenstange, oder wie du über China gesprochen hast, wo man schon unterstellt, dass eine Regierung nicht das Wohl der Bevölkerung in den Augen hat. Und wenn es das plötzlich tut, muss das schon wirklich was Arges sein und so. Also das ist ja dann sind wir in Gesellschaftsformen, wo die Freiheit nicht mehr als Idee über allem steht, sondern wo sie immer in Beziehung gesetzt wird mit einem ganz starken Regelwerk der Einschränkung. Ja, aber gibt es nicht auch bei uns die Tendenz, was man ja mit großem Unbehagen erfüllt, Freiheit,
so wie du sie jetzt definiert hast und wie ich sie auch definieren würde, in erster Linie aufzufassen als individuelle Freiheit. Aber bei uns gibt es ja auch die Tendenz zu sagen, naja, die Freiheit des Individuums ist nicht so wichtig. Wichtig ist die Gemeinschaft, in der er lebt oder in der sie lebt, und dass diese Gemeinschaft sozusagen dann dementsprechend stark ist, anerkannt ist, ihre Rechte beanspruchen kann. Das heißt, wir haben auch, glaube ich, in der politischen oder politologischen Diskussion momentan schon den Trend, individuelle Freiheitsrechte gegen Gruppenrechte auszuspielen. Und das finde ich höchst bedenklich, weil für mich Freiheit nur als individuelle Freiheit denkbar ist. Ja, ich habe nichts davon, in einer Community zu leben, die weiß Gott, was für einen Einfluss hat, aber gleichzeitig sich das Recht herausnimmt, mich in meiner individuellen Freiheit einzuschränken oder darüber zu bestimmen. Ja, das sehe ich ganz genau. Und so ist ja auch der Freiheitsgedanke politisch artikuliert worden seit dem 18. Jahrhundert. Mhm. Ja. Menschenrechte waren immer als Individualrechte und nie als Gruppenrechte definiert worden. Mhm. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Was habe ich da wieder für Schönes? Bin wieder für die nächsten Jahre erhellt, so von Helligkeit. Es ist immer ein Vergnügen, KPL zuzuhören, die intelligenten Fragen Kupferblums zu gutieren. Es ist eine wirkliche Gehirnwäsche im Sinne, hoffentlich von Reinigung. Ja, danke. Gut, das können wir unkommentiert lassen. Gell? Ich habe auch, danke für die spannende Diskussion. Ich fand diese Idee, die Rache am Zeugen, sehr spannend. Was für andere Beispiele gibt es? Sie haben die Schöpfungsgeschichte erwähnt. Kommt es dort vor? In welcher Weise? Danke. Ja, natürlich kommt es in der Schöpfungsgeschichte vor. Darauf nehme ich an, spielt Nietzsche mit seinen letzten Menschen, der gleichzeitig der erste Mensch dann sozusagen ist, an. Sie dürfen ja nicht vergessen, bei der Sündenfallgeschichte, ich weiß ja nicht, wie sehr man diese alten Geschichten noch kennt, aber bei der Sündenfallgeschichte ist es ja so, die essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, Adam und Eva, und das Erste, was sie bemerken, ist, dass sie nackt sind. Ja? Und das Zweite, was sie bemerken, ist, was sich durch den Kopf geht, bleib, Gott sieht doch alles. Der sieht jetzt sicher, dass wir nackt sind. Und genau so war es. Also Gott kommt und sagt, also, und dann nehmen sie diese Feigenblätter, ja, und bedecken ihre Blößen, wie man so schön vornehm früher das formuliert hat. Und dann kommt Gott und sagt, du Adam, wieso hast du jetzt so plötzlich ein Feigenblatt da vorne? Und sagt Adam, ja, ich bin doch nackt. Und dann sagt Gott, und woher weißt du, dass du nackt bist? Und dass er wusste, dass er sozusagen sein Gebot übertreten hat und jetzt ein erkennender Mensch ist. Ja? Mhm. Und da ist völlig klar, hätte Gott das nicht gesehen, ja, lebten wir heute noch im Paradies. Er hat es aber gesehen. Und deshalb sind wir draußen. Die Rache am Zeugen. Ja? Und ich denke mir, wenn man das Ganze jetzt ein bisschen säkularisiert und materialisiert ist, es wird irgendwann einmal denselben Aufstand, den dieser hässlichste Mensch gegen Gott inszeniert hat, wird es geben gegen die Datenkraken, die uns heute überall und immer beobachten. Wir werden es auf Dauer nicht aushalten, alles von uns preisgeben zu müssen. Und alle unsere Smartphones. Genau. Woher kommt, wieder Frage an dich, woher kommt der Titel Wild But Heart? Gibt es einen Bezug zum Film von David Lynch? Ja, natürlich gibt es einen Bezug zum Film, aber Wild at Heart heißt eigentlich auf Englisch von Natur aus wild, so, wenn man das übersetzt. Und ich habe mir gedacht, was uns verbindet, ist, dass wir wild sind, aber mit Herz. Und ich habe, das ist natürlich ein Wortspiel. Wir sind zwar wild, aber haben trotzdem Herz. Das ist eigentlich die Erklärung. Haben Sie eine Vision für diese Welt, wohin sie sich entwickeln sollte? Ein leider vor kurzem verstorbener Kollege von mir, Rudolf Burger, hat mal gesagt, später hat man dann diesen Satz verschiedenen sozialdemokratischen Bundeskanzlern in den Mund gelegt, wer Visionen hat, braucht einen Arzt. Ich habe keine Vision.
Nein, ich habe wirklich keine Vision. Ja. Ich hatte mal eine Vision, Sie wissen, das war eine schlimme Vision, darüber haben wir früher gesprochen und ich bin froh, dass die nicht realisiert worden ist. Man kann sich natürlich vorstellen, was alles besser sein könnte oder was sich ändern müsste, aber sozusagen auch durch diese Erfahrung der letzten Jahrzehnte ist mir auch klar, dass es keine dieser Vorstellungen, Utopien, Visionen, wie immer das nennen wollen, gibt, die nicht einen Haken hat, die nicht sozusagen Konfliktpotenzial beinhaltet, weshalb es ja auch so schwierig ist, sich auch nur eine Gesellschaft vorzustellen, die die grundminimalen Prinzipien etwa von Gleichheit und Gerechtigkeit imstande ist zu erfüllen, weil egal welche Konzepte von Gleichheit und Gerechtigkeit wir anlegen, sie sind alle tückisch. In dem Sinne halte ich es, das ist vielleicht auch meiner Jugendsünde geschuldet, halte ich es ein bisschen mit Karl Marx, der mal geschrieben hat, die Menschheit stellt sich nur Probleme, die sie auch lösen kann. Auch wenn die Lösungen nicht immer ganz stumm rein sein werden und das wird auch der Fall sein. Ja. Ich glaube auch, dass wir mit dieser Überwachung umgehen werden, weil das wird ja immer mehr, auch diese Elektroautos, die telefonieren ja immer, wo du fährst und wie schnell du fährst, also die machen ja solche Protokolle und ich glaube, also wir werden immer mehr überwacht und ein Tesla hat 8 Kameras draußen und 4 Kameras im Fahrgastraum, das heißt, du wirst die ganze Zeit gefilmt, während du fährst. Also das ist schon ein, also es wird eine irrsinnige Sammlung an Daten einfach, die stattfinden. Vielleicht nur noch zur Frage der Vision abschließend, also ich bemühe mich, ja, weder so ein Apokalyptiker oder Dystopiker zu sein, der glaubt, dass die Welt bald untergehen wird, noch bin ich ein Euphoriker, der sozusagen der Überzeugung ist, dass wir uns radikal ändern werden in den nächsten 2-3 Jahrzehnten und dann das globale Paradies ausbrechen wird. Nein, es wird weitergehen. Mhm. Ja, in allen positiven und negativen Dimensionen, zu denen Menschen fähig sind. Und man kann froh sein, wenn es auch so wie bisher hin und wieder ein bisschen Fortschritt geben wird. Das ist jetzt eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Ich hab noch zwei Fragen. Eine bezieht sich aufs Impfen und das andere aufs Schauspielen. Ich bin durch mit meinen Zetteln. Ja. Ich habe noch zwei gekriegt. Bei mir steht, Kinder brauchen lange, um zu verstehen, was eine Schauspielerin ist und dass die Rolle etwas ganz anderes ist als das Leben der des Schauspielers. Gleichzeitig sind sie auch sehr fasziniert davon. Meine jugendlichen Kinder lehren mich, dass die Gesellschaft viel liberaler ist als vor 40 Jahren. Die jungen Menschen sind toleranter, offener. Das finde ich eigentlich wunderschön. Und dann, was hält sie jung im Kopf? Die Leidenschaft, etwas machen zu wollen, was die Welt als einen schöneren Ort hinterlässt, als wie ich die Welt vorgefunden habe bei meiner Geburt. Das ist so. Und da gibt es noch viel zu machen. Also das wäre meine Antwort. Was hält dich jung im Kopf, Konrad? Jetzt wäre ich fast versucht zu sagen, ist es wirklich erstrebenswert, im Kopf jung zu bleiben? Ich strebe nach Altersweisheit. Ich möchte endlich alt werden im Kopf. Ah, das habe ich aufgegeben. Das, ja. Belassen wir es dabei. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns waren. Und ich danke Konrad Paul Liesmann für dieses wunderschöne und anregende, inspirierende Gespräch. Glücklicherweise kann man sehr viel aus der Gedankenwelt von Konrad lesen. Und du bist auch in Lech wieder sehr aktiv. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, wenig von ihm zu hören oder inspiriert zu sein.
Ja, das nächste Waldbad Hart ist am 24. Oktober mit der Schriftstellerin Lydia Mischkulnik. Und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind, entweder per Livestream oder live hier. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke vielmals. Schließe mich den Wünschen an. Danke. Und natürlich danke an das Porgy und Bess, dass wir das machen dürfen, an Christoph Huber, Renald Deppe und an das Technikteam und die Leute von der Gastronomie. Danke.